Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, und zwar geht es jetzt um diese Quest. Ein Moment, Poster-Session. Gary hat ein Poster von Ming Zhao für ein Video mit einem Badeanzug-Fotoshooting vom letzten Jahr aus dem Jogshot-Magazine abzugeben. Werfen Sie das Band einfach in Ihren Briefkasten und sehen Sie später in Ihrer Zuflucht nach E-Mails. Ja, und zwar habe ich ein bisschen nachgedacht und ich glaube, das Video befindet sich nämlich in Carsons Apartment. Dort, wo auch Mercurio ist. Und irgendwie bleibt sie hier immer hängen. Seht ihr? Sie bleibt hier immer hängen. Ich vermute mal, das liegt an dieser Kante. Da, seht ihr? Und dann geht sie auch nicht mehr weiter. Kamikaze-Sen. Okay, diesmal bin ich klüger und nehme sie direkt mit, die Karte. Das habe ich ja im letzten Part nicht. Aber aus Fehlern lernt man ja, wie ihr seht. Dafür sind Fehler ja auch da. Man macht sie, um daraus zu lernen. Bist du durchsichtig? Ja, irgendwie leichte Grafikfehler. Der Typ da... Da war so ein Blitz durch, also man konnte durch ihn hindurchschauen. Okay. Fahren Sie einfach los, nach Santa Monica. Ja, alles klar. Gott sei Dank habe ich ihn nicht getroffen, weil wenn ich das nämlich jetzt getan hätte, dann hätten wir jetzt die Bullen am Hintern. So, wir werden jetzt dann mal zu Carsten gehen. Carsten... So hieß er doch, ne? Der Kopfgeldjäger, den wir da befreit haben. Wie hieß der Verrückte nochmal? Dr. Gimbel, ne? Ach nee, kein Dr. Stanley Gimbel. Genau. Können wir hier noch irgendwas machen? Übrigens, der Laptop ist weg, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Der steht ja nicht mehr. Also hier war ja so ein Laptop, ne? Okay, Schloss knacken. Fehlschlag, Stufe 8. Was für eine Stufe haben wir denn? 7. Ja, Geschick können wir leider nicht skillen, weil wir ja die Klamotten haben. Und wenn ich da jetzt einen Punkt, glaube ich, skillen würde, dann macht das Spiel das nicht. Und weil es mir immer wieder einen Punkt abzieht. Ich habe keine Ahnung, wieso und weshalb. Okay, dann skill ich halt hier rein. Wir haben ja genug Punkte. Ja, und wir haben Jogshots-Aufnahmen von Badeanzügen. Mit 98%iger Wahrscheinlichkeit ist dabei wer ausgeflippt. Okay, die Frage ist, wenn ich das jetzt hier in das Apartment reinschmeiße, also in unser altes Apartment, funktioniert das dann trotzdem? Ich teste das mal. Also du glaubst nicht daran? Er glaubt nicht daran. Okay, wir werden es ausprobieren. So. Probieren geht über Studieren? Und? Hat sich was getan? Es ist auf jeden Fall weg. Gut, schauen wir mal in unseren alten PC. In den Laptop. Natürlich wieder E-Mail. So, auf jeden Fall ist hier noch der Laptop und alles. Normalerweise müsste es funktionieren. Nicht an die Buttergeschäfte von Lacroix. Ein letzter Netzwerk-Hub. Gary! Bist du? Danke. Ja, es funktioniert! Also haben wir jetzt 2 Apartments. Super. Raketenwerfer zu verkaufen. Gary@schrecknet.vtm. Boss, ich habe da noch ein Poster, das bei mir Staub ansetzt. Eine von den Anarchen hat vor ihrem Kuss ein künstlerisches Foto von sich machen lassen.
Falls du Interesse hast, gehört es dir zum Spottpreis von einem Holzspielzeug und einer Requisite aus dem Film Das Glitzern. Ist vielleicht bei Metalhead Industries zu finden. Du hast schon mit Nick geredet, oder? Steck sie in den Briefkasten wie immer. Eine Requisite aus dem Film Das Glitzern? Welche Requisite meint der denn? Oder ist das die Requisite? Momentchen mal, wir haben ja hier die Requisite hier. Das hier. Holzspielzeug. Ein Holzspielzeug in Form einer Ente zum Hinterherziehen. Reduziert sie hier. Nee. Nee, was anderes haben wir auch nicht. Wir haben nur das. Vielleicht reicht das ja auch schon, das Holzspielzeug. Okay, mal testen. So. Ach, ich muss das natürlich erstmal öffnen. Ich bin total... wirsch. So. Vielleicht hat das ja schon gereicht. Ja, es ist auf jeden Fall weg. Ah, Mist. Jetzt haben wir hier auch die Poster hängen. Ah, es hat funktioniert. Das nächste Poster. Aha, ja, sehr künstlerisch mit diesem durchsichtigen Tuch. Aha, die Damsel. Dort haben wir Ming Zhao. Dort haben wir Vivi. Und dort ist Jeanette. Beziehungsweise Therese. So, E-Mail. Mock and Growing. So, wieder meine Technik. Nigerianischer Antrag. Vertrau, was? Bist du technisch versiert, Boss? Mitnick will nämlich ein spezielles Namensschild mit integriertem Transponder-Chip. Keine Ahnung, wofür er das braucht, aber im Tausch gibt es ein Poster von Tawny Sessions, das Emalia bis jetzt noch nicht in die verärgerten Klauen bekommen hat. Okay, von der armen Tawny Sessions, die sich ja umgebracht hat. Ne? Hier noch was drin? Nein, hier ist nichts dran. Irgendwie schaue ich immer in den Kühlschrank, ne? Kennt ihr das? Dass wenn ihr so manchmal so Langeweile habt, dass ihr dann aus Langeweile so immer in den Kühlschrank schaut? Okay, wir haben das erledigt. Wir sollen schon wieder für Mitnick etwas machen. Aber... so, wir müssen den Transponder-Chip für Mitnick da mitnehmen und dann Zuflucht nach E-Mails. Ja, ja. Das mit diesem Spion müssen wir auf jeden Fall noch regeln. Ich glaube, wir sollten nochmal mit Ming Zhao reden. Deswegen werde ich jetzt mal schnurstracks zurück nach Chinatown. So, China. Ach, na, ich hab mich verklickt. Where to? Chinatown! Also wir sollten jetzt auf jeden Fall nochmal mit ihr reden. Mit Ming Zhao. Ein schönes Windspiegel. Hier gibt's leckere Nudeln. Ist sie eigentlich noch hier? Die Yuki? Nein. Sie ist weg. Sie ist weg. Da ist irgendwas drunter. Wir können den Ofen öffnen, aber die Tür nicht. Aha. Ash Rivers kennen wir auch. Was für ein schönes, sauberes Lokal, oder? Hier möchte man auf jeden Fall Nudeln kaufen.
Und die auch noch essen. Ja, das ist alles sehr, sehr hygienisch und wieder eine Dose LMAA. Ne? Aber wir können diesmal die Tür knacken, ohne dafür... Was? Stufe 10? Ja. Ist hier jemand? Ich hab so ein bisschen Schiss. Ein Stuhl? Aha. Okay. Ein Tiefkühlraum? Und eine Leiche? Was sollen wir da machen? Ihh, Augen! Augäpfel! Augäpfel? Warum das denn? Ach, ich glaube, wegen so einer anderen Aufgabe. Schaut sie euch an. Okay. Naja, haben wir das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Ich glaube, das war die Aufgabe von einem Typen, wo wir noch nicht drin waren. Okay, hier geht's da raus und das ist vermutlich die Hintertür, oder? Yep. Moment, wenn wir die Augen schon haben, ne, dann können wir aber auch schon die Aufgabe da erledigen. Wo war das noch? Hä, wo ist das denn jetzt? Ich glaube, wir müssen hier entlang. Und dann hier, oder? Ganz schön verzwickt. Nein, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Da kommen wir doch nicht vorbei, ne? Oh, super. Hier können wir irgendwie die Tür aufknacken, aber ich weiß nicht wohin, also... Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Danke. Wir müssen, glaube ich, für diese eine Aufgabe hier rein. Scheint ein Souvenirladen zu sein. Mit sehr, sehr vielen asiatischen Artikeln und einem Buddha. Oh, wir streicheln ihm alle mal das Bäuchlein. Das soll doch irgendwie Glück bringen oder so, ne? Oder vertue ich mich jetzt da mit einem anderen Brauch? Ein Paravent, ein Teppich. Wer bist du? There is something in this door for everybody. Ja, ich bezweifle, dass sie das haben, was ich will, alter Mann. Everyone gets what they deserve. Das nennt sich Karma. Ein Schlüsselanhänger mit einer Karte von Kalifornien oder einem billigen Plastikbuddha? Willst du mich verarschen, Opa? Langsam werden sie mir unheimlich. I'm reminded of a story. A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. Aha. Ja. Ich dachte, er wird jetzt noch was sagen, deswegen habe ich jetzt gewartet. Worauf zum Teufel wollen Sie hinaus? When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate. The man who hired him did not feel the same way, nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lin? Sind Sie Lin oder keine Ahnung, er starb. Lin was caught. One man has his gem back, but Lin's employer has nothing.
I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. Was will er denn jetzt eigentlich von uns? Verdammt, warum zum Teufel erzählt mir eigentlich jeder irgendeinen nutzlosen Blödsinn? Und? Lin's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Mist, ich habe meinen Bauernalmanach in meiner anderen Hose. Auch gern. Lin's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. Eye gouge hell. A fitting punishment for Lin. Okay. Zufälligerweise haben wir die ja schon dabei. Yes. They stare ambitiously. Hello, Lin. Do you like it there? These are an excellent addition to my shop. Here, please accept this as a fair trade. I have another task. If it piques your curiosity. Solange es nicht wieder mit Augen oder sonstigen Körperteilen zu tun hat, bin ich interessiert. I need you to be a bad luck farmer. Do you know what this is? Nein, aber vielleicht sagen Sie es mir endlich. A customer has bought an unlucky talisman from me and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this in the locker of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlor so that the bad luck can bloom. Mehr nicht? Okay, das mache ich. My customer has placed a black circle on his enemy's locker. Plant the talisman. Bad luck, farmer. Jetzt haben wir schon wieder das gleiche wie das mit dem roten Kreuz. Wenn er das schon markiert hat, warum hat er denn dann nicht gleich den Talisman da reingepackt? Das sind solche Sachen. Da hätte man sich doch einen Weg ersparen können, oder nicht? Naja, Gott sei Dank sind wir auch in das Hinterzimmer gegangen vom Nudelshop. So, und jetzt müssen wir als nächstes zu Ming Zhao. Und was steht er da so doof vor der Tür? Wartet darauf, dass er hereingelassen wird? Oh, Yongchi, ho, hihi, ho. So. Welcome back, Kindred. Do you seek guidance? Natürlich, und das nur von Ihnen. Sagen Sie mir nochmal, was Sie über den Sarkophag wissen? The newly arrived artifact. What of it? Sie sagten, Ihre Agenten suchen nach dem Sarkophag. Let me just say that I do not encourage you to seek the Ankaran sarcophagus. War das eine Drohung? What can I help you with? Ich suche nach einem vermissten Nosferatu. So, the great Nosferatu have lost an agent, have they? It was not by my hand, if that's what they think. Haben Sie denn irgendeine Idee, wo er sein könnte? I don't know where he is. Perhaps you should speak with Wong Ho about this. Wer ist Wong Ho? Wong Ho owns the Red Dragon Restaurant. He's a prominent businessman who has garnered much respect among his people. If something is amiss in Chinatown, he may know how to help you. Okay, dann gehe ich mal zum Red Dragon. I grant you permission to operate in the Quajin domain. For now, may you find your path, Kindred. Ja, ja, danke. Sie duldet uns quasi hier, aber das bedeutet in ihren Augen noch lange nicht, dass wir hier alles machen können, was wir wollen. Das hat sie uns jetzt gesagt.
Das hat sie uns jetzt durch die Blume gesagt. Ja, auf in das Restaurant Red Dragon. Dorthin nämlich. Und erstmal schön chinesisch essen. Lecker. Oh, ich hab Hunger. Ich würde gern zu diesem Wong Hao. Sind Sie für den zuständig oder so? Was there something else? Bin wegen Wong Hao hier. Second floor, have a good night. Danke. Du bist aber unfreundlich. Second floor, have a good night. Ich hätte auch nur hier draufdrücken müssen. So, second floor. Ich will draufdrücken. Hello? Hä? Why would I want to rush home right away? Ich glaube, da telefoniert gerade jemand. What else? With a what? With a what? Oh, you're in the kitchen. Yeah, they were on sale, so I bought some. You did too, like zucchini. Hä? Zucchini? Oh, da sitzt er. They took her. They took her. Ach, vermutlich die Frau, oder? Kiki. My daughter. They grabbed her. They called and said, Wong Ho has meddled with Tong for the last time. Das war vermutlich das Mädchen, was dort entführt wurde, in dieser Zwischensequenz, die wir da gesehen haben. Ach ja, ich habe meine eigenen Probleme. Nein, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber Ming Zhao hat mich geschickt, um mit ihnen zu reden. Ming Zhao? Oh, of course. Please forgive me, but as you can see, I am in a most terrible situation. I am Wong Ho, owner of the Red Dragon. Again, I apologize for my inconsiderate behavior. Kein Problem. Was ist denn hier los, Wong Ho? The Tong, a local street gang here in Chinatown, just broke into my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. Das macht Papa natürlich wütend. Was sollten die Tong von ihrer Tochter wollen? I am a man of some prominence here in Chinatown. I have many allies, but there are also many who would like to see my demise. The Tong have chosen the coward's path, using my daughter as leverage against me. Als müsste ich den Tong mal in den Arsch treten, ne? Also, das klingt so. Druckmittel wofür? I do not know. I will undoubtedly hear from the Tong very shortly. They will have demands, and then perhaps we will know more. Wissen Sie denn, wo Sie Ihre Tochter hin verschleppt haben? No. The Tong have many... wait. Please excuse me a moment. Hello. Zhao. Huh? Yes. How did you... Of course. I see. Thank you, my friend. Your debt has been repaid 1,000 times over. Yes. Of course. Goodbye. Das klang aber nicht nach Tong. Also nach den Tong. That was someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the Tong are keeping my daughter. Sagen Sie mir nur wo und bestellen Sie gleich den Leichenbestatter dazu. Kiki is being held at the Lotus Blossom. A massage parlor here in Chinatown. If you bring her back to me, I will help you in any way that I can. Das trifft sich ja ganz gut, weil da müssen wir eh hin, wegen dem Talisman. Na schön, aber dann geht es ums Geschäft. Thank you. I shall wait here until you return. Strike fast. The Tong will not be expecting anyone so soon. Good luck, my friend. Bis dann. Ja,
Wo ist denn jetzt diese komische Frau, die hier telefoniert hat? Das passt super gut, weil, ja, wir müssen halt auch den Talisman da reinstecken in den Spind. Wo ist denn die Frau? Erstmal hier die chinesischen Vasen kaputt machen. Oh, was ist das? Wurfstern. Wo ist der denn? Hä, wofür? Wofür ist der denn gut? Wenn Sie sich für diese Wurfsternschnuppe etwas wünschen dürften, wäre das wohl das Talent, das blöde Ding überhaupt benutzen zu können. Die tun bestimmt höllisch weh und können einen bestimmt sofort töten. Aber wo ist denn diese Frau, die da geredet hat? Hä? Hier ist doch niemand. Seltsam. Das war bestimmt die Empfangsdame und das konnte man bestimmt bis hier oben hin hören. So, warst du das? Ja, nee. Aber wir könnten mal was trinken. Hallöchen, da bin ich wieder, Schnucki. Ja, komm her. Immer dieses Gestöhne. Als ob das so gut tun würde, wenn man hier jemanden in den Hals beißt. So, können wir dich auch aussaugen? Spielen wir ein Rollenspiel. Du bist der bla bla bla. Maybe if I was a little more desperate and a little less attractive and a corpse. Ja, genau, als ob du auch so attraktiv wärst. Also, ja, wenn ich ein bisschen weniger attraktiv wäre, ne? Oh, wir können mit ihm hier reden. Sorry, Lu Fang no speak English when he drunk. Das habe ich irgendwie schon mal gehört. Vielleicht ein anderes Mal? Der kommt mir so bekannt vor, der sieht doch aus wie der Typ, der... Hey, deny. Hey. Oh. Was ist mit meinem Kurzen passiert? Ja, der ist weg. Nein... Hä? Eine Armbanduhr, yay! Hast du die vielleicht verloren? Nee, der sieht so aus wie der eine Typ, der da die Zukunft vorhersagt. Können wir noch mit dir reden? My boyfriend is such a jerk. Wem erzählt die das denn? Ja, wenn jemand auf mich zukommt und mich anquatscht, dann sage ich ihm auch gleich, ja, mein Freund ist so ein Mistkerl. Oder meine Freundin hat das und das gemacht. Oder keine Ahnung.